Nur das. So, erschöpft. Gern noch weiter nach vor, ist Platz genug. Wir sehen nach hinten auch gar nicht gut aufgrund vom Licht. Ja, guten Abend und herzlich willkommen zur Pressekonferenz des FC Salzburg hier in Lille. Von unserer Seite sind Luka Sucic und Matthias Jeißle hier. Wir bitten um Handzeichen und eure Fragen und die Damen bringen euch dann das Mikro für die Live-Übertragung. Bitte. Donc, bienvenue à cette conférence de presse du FC Salzburg avant le match contre Lille. Avec moi ici sur le podium sont Luka Sucic et notre coach Matthias Jeißle. Si vous voulez poser une question, donnez un signe de main, s'il vous plaît. Eure Fragen, bitte. Vos questions. Valentin Snobe. Da. Schönen Abend. Eine Frage an den Luka. Der Noah Okafor hat heute schon in Salzburg gesagt, also wenn man es angeht wie bisher, dann stehen die Chancen sehr gut. Also sprich, dass man gewinnt, dass man aufsteigt. Kannst du auch noch mal eine Einschätzung vor dem morgigen Spiel in Gruppe G abgeben? Ja, auf jeden Fall. Ich gebe dem Noah recht. Also, er hat alles schon gesagt und wir werden das Spiel angehen wie jedes, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Und ich bin überzeugt, wenn wir unsere Leistung abrufen, dann werden wir auch verdient vom Platz als Sieger gehen. Oui, donc Okafor a déjà dit à Salzburg, si on joue comme avant, on a de bonnes chances pour avancer dans ce groupe. Qu'est-ce que tu penses oui, de ce qu'il a dit. Et la réponse du joueur, c'est oui, je suis tout à fait d'accord avec Noah. Si on donne, si on fait notre prestation normale sur le terrain et si on donne tout, je suis persuadé qu'on peut gagner demain. Weitere Fragen. Gerne auch gleich natürlich von der französischen Presse, falls. Et la presse française aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Noch eine Anschlussfrage. Was glaubst du denn, was erwartet euch denn für ein Spiel im Vergleich zum Spiel in Wolfsburg und Sevilla? Gibt es da Parallelen oder ist es wieder ein völlig neues Spiel, weil der Gegner taktisch anders aufgestellt ist? Kannst du uns da ein bisschen in eure taktische Herangehensweise einweihen? Ja, ich denke, Lille ist ein sehr starker Gegner mit vielen guten Einzelspielern vorne und ich denke, wir müssen in der Verteidigung besonders achten, weil sie sehr im Konter gut sind und die Kontersicherung muss extrem passen bei uns. Und ich denke, das wird das Spiel entscheiden. Donc la deuxième question à Luka, à quel match est-ce que vous vous attendez demain comparé aussi aux deux matchs à Wolfsburg et à Sevilla? Est-ce que c'est un match complètement nouveau aussi par rapport à la tactique? Et la réponse du joueur, c'est bon, Lille, c'est une équipe très très forte. Ils ont aussi de la classe individuelle. Et je pense que c'est surtout en défense qu'il faut qu'on soit vigilant parce qu'ils sont très forts dans les contres. Et ça, c'est la clé de bien défendre ces contres. Pierre Kühne. Matthias, wie anders auf Lille einzustellen als im Vergleich zu einer anderen Mannschaft in der Bundesliga ist es, weil Lille doch ein Team ist, das manchmal wirklich alles kann, aber dem manchmal auch wirklich nichts gelingt. Zunächst mal schönen guten Abend in die Runde. Lille hat einfach, wie es Luka schon gesagt hat, eine unfassbare Qualität in ihren Reihen. Ja, in der Liga haben sie jetzt immer wieder auch mal Phasen gehabt, wo sie nicht ganz so überzeugt haben. Aber man hat speziell jetzt auf internationalem Niveau gesehen, dass sie einfach das Zeug haben, ganz oben mitzuspielen. Und demzufolge sind wir gut vorbereitet. Ich glaube, nicht nur das Umschaltspiel zeichnet Lille aus, sondern sie haben auch mit Ball ja, richtig gute Prinzipien, die man so sehen kann. Sie haben die Einzelspielerqualität und von dem her ja, sind wir gewappnet. Wir müssen morgen wieder schauen, dass wir auf unsere 100% kommen, unsere Art von Fußball auf den Platz bringen
Und unser Anspruch ist natürlich, dass wir sie ja, hier zu Hause im zweiten Spiel gegen Lille genauso ärgern können. Donc une question pour le coach. Qu'est-ce qui est différent par rapport à Lille comparé aussi, si on compare aussi avec vos matchs en Bundesliga, comment est-ce qu'on prépare un match contre Lille puisque c'est une équipe qui peut surprendre. Parfois, ils sont vraiment très très forts et parfois pas vraiment. Et la réponse du coach, c'est bon, comme Luca a déjà dit, ils ont beaucoup de classes individuelles et l'équipe en, dans l'ensemble, ils ont une super qualité. Même si en ce moment en Bundesliga, en championnat, ils rencontrent aussi quelques problèmes. Mais mine de rien, Lille, c'est une très bonne équipe, et non seulement dans leur jeu de transition, mais justement aussi dans la classe individuelle. Et ça, il faut qu'on défende bien. Mais voilà, nous, on veut mettre notre style de jeu sur le terrain. Et si on arrive à faire ça, je suis sûr qu'on pourra les embêter aussi, comme on a fait à domicile. Valentin. Luca, dein Teamkollege Karim Adeyemi ist zum Golden Boy Web-Spieler gewählt worden. Eine große Auszeichnung auf alle Fälle. Was macht denn das mit dem? Steht der auf solche Auszeichnungen? Kannst du dem morgen noch steilere Pässe als sonst spielen? Und er wird ja da laufen. Ja, ich denke, Karim hat es verdient gewonnen. Also, er bringt unglaubliche Leistungen in dieser Saison. Und ich denke, morgen könnte er auch wieder seine Leistungen abrufen mit Toren und Assists. Und wir wissen alle, dass er sehr schnell ist, von dem her, er wird morgen bereit sein für die tiefen Bälle und hoffentlich auch ein Tor schießen. Donc une question pour Luca, pour le joueur. Karim Adeyemi a reçu un prix qui s'appelle Golden Boy du Web. Qu'est-ce que ça fait avec lui? Est-ce que tu peux lui envoyer maintenant les passes encore plus en profondeur comme avant? Et la réponse du joueur, c'est oui, bon, je pense que Karim a vraiment mérité ce prix. Et demain, s'il aura sa chance, je suis sûr qu'il pourra aussi marquer un but. Nous savons tous qu'il est très très rapide. Donc il est toujours prêt à marquer et j'espère qu'il va marquer un but demain. Weitere Fragen. Roland Steins. Jetzt hat man am Wochenende doch die eine oder andere Chance liegen lassen in der Liga. Jetzt gibt es unterschiedliche Arten, wie Trainer mit mangelnder Chancenauswertung umgehen. Manche thematisieren es gar nicht, um das nicht noch mehr ins Zentrum zu rücken. Andere reden darüber. Wie gehen Sie damit um? Grundsätzlich hat es mich extrem gefreut, dass wir so eine Vielzahl an Großchancen uns erstmal erspielt hatten gegen so einen tiefen Gegner, wie es am Wochenende der Fall war. Es wird morgen sicherlich eine andere Partie. Von dem her habe ich es thematisiert, ja. Aber im Laufe so einer Saison gleicht sich ja, so ein Stück weit so ein Matchglück auch immer wieder aus. Und da habe ich den Jungs schon mal meinen Eindruck vermittelt. Und ich hoffe, dass morgen sich das Reglein so ein bisschen auf unsere Seite legt. Week-end dernier, vous avez créé beaucoup de chances, beaucoup d'occasions que vous n'avez pas pu convertir. Maintenant, il y a deux types de coach. Il y en a qui en parlent beaucoup et d'autres qui ne mentionnent pas trop le sujet pour ne pas le monter encore davantage. Comment est-ce que vous avez agi au sein de votre groupe, au sein de votre équipe? Et la réponse du coach, c'est bon, en général, déjà, je veux dire que je suis très content du nombre des occasions qu'on a su créer contre un adversaire qui était positionné si bas. Et oui, j'ai parlé avec l'équipe de toutes ces occasions, mais demain, c'est un adversaire différent et j'espère qu'on pourra créer des chances et les convertir aussi. Peter, dans la première reihe. Bonsoir, une question pour le coach, pour France Télévisions. Vous aviez dominé le match aller plutôt facilement, même si le score était serré. Est-ce que vous pensez rencontrer un autre visage du LOSC qui a gagné à Séville? Je suppose que vous avez regardé le match que le LOSC a remporté assez brillamment en Espagne. Ja, eine Frage an den Trainer. Sie haben ja das Heimspiel zu Hause ziemlich stark dominiert, auch wenn das Ergebnis am Ende nur 2-1 war. Ich gehe mal davon aus, dass Sie den LOSC, also Lille, auch gesehen haben bei seinem Sieg in Sevilla. Was erwarten Sie da jetzt für eine Mannschaft?
Ich gehe davon aus, dass Lille etwas mehr unter Druck steht, wie noch im Hinspiel. Sie müssen das Spiel nahezu gewinnen. Deswegen erwarte ich sie noch offensiver in ihrer Herangehensweise. Ansonsten wird sich nicht allzu viel ändern. Sie haben klare Abläufe gezeigt in der gesamten Saison. Darauf sind wir vorbereitet. Und ich glaube, es wird morgen ein richtig enger Schlagabtausch werden. Je pense que Lille est encore plus sous pression que nous et plus sous pression comme il y a quelques semaines. C'est pour ça que je les attends encore plus offensifs. Sinon, je pense qu'il n'y aura pas trop de changements puisqu'on les a regardés quand même un peu pendant toute la saison. Donc j'attends un match très très serré demain. Christoph Nister. Eine Frage an den Luca. Im Gegensatz zu Sevilla und Wolfsburg wird erwartet, dass da morgen fast ein volles Haus sein wird. Das heißt, eine unglaubliche Stimmung hier, die gegen euch sein wird. Ist das was, das dich anspornt? Macht dich das besonders heiß oder wie gehst du damit um? Ja, mich pusht das extrem. Man hat schon gesehen in Brøndby, wie die Stimmung war. Und das hat uns, also wir haben unser Spiel durchgezogen und das erwartet und morgen auch. Aber ich denke, wir werden bereit sein für das. Donc la question c'est par rapport à l'atmosphère contre Séville, contrairement aux deux matchs contre Séville et Wolfsburg, demain ce sera un match à guichet fermé. Est-ce que ça vous motive plutôt ou qu'est-ce que ça fait avec vous, la question pour le joueur? Et la réponse du joueur, c'est « bon, moi, ça me motive extrêmement ». On a vu aussi lors de notre match à Brøndby. Lors de notre match à Brøndby, c'était vraiment une super atmosphère. Et voilà, nous sommes prêts pour cette atmosphère. Luca, auch in Sevilla hast du dich ja über die Unterstützung der Fans gefreut nach dem Elfmeter, wenn wir uns erinnern. Stimmt, ja. À Sevilla aussi, tu étais content du support des supporters. Hein? Gibt's noch Fragen? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dann sagen wir herzlichen Dank fürs Dabeisein. Danke Daniel, danke Luca, danke Matthias. Das Training beginnt um 18 Uhr. Die ersten 15 Minuten sind frei für Medien. Danke und einen schönen Abend. Donc merci beaucoup à tout le monde. L'entraînement commence à 18 h et les 15 premières minutes sont libres pour tout le monde. Merci et à demain soir. Schönen Abend.